Hallo, herzlich willkommen in unseren Wunderwelten. Heute sind wir bei Sibylle Katnick und Ulrich Röhrmoser. Schön, dass wir heute bei euch sein dürfen in Dragosicach in Kärnten. Ulrich und Sibylle haben ein Buch geschrieben, Tanze Europa, die Menschheit im Wandel. Und über dieses Buch und ihren Lebensstil werden wir uns jetzt genauer unterhalten. Danke, Sabrina. Ja, herzlich willkommen in unserem Naturparadies, in unserem natürlichen Lebensraum. Ja, erzählt uns einmal, wie ihr zu diesem natürlichen Lebensstil und dieser natürlichen Lebensweise gekommen seid. Für die Geburt unseres Sohnes haben wir uns für diesen natürlichen Lebensstil entschieden. Ja, und haben die Jurte gebaut, ja, damit er in diesem heiligen Raum einfach auf die Welt kommen kann und seine ersten Lebensjahre verbringen darf. Was ist denn das Besondere hier an eurem Naturplatz? Das Besondere, würde ich sagen, ist die Geburt selbst, die wir in der Jurte erlebt haben. Und es ist wie wirklich in die eigene Kraft wiederkommen und ganz bei sich anzukommen. Warum habt ihr euch genau für die Jurte entschieden, sie hierher zu bauen? Der Hauptgrund war, dass die Jurte rund ist und das ganz eine besondere Energiequalität hat, und im Mittelpunkt dieses runden Kreises ist dann auch wahrhaftig unser Sohn auf die Welt gekommen. Wir stehen ja jetzt vor eurer Jurte und da gibt es einen anderen besonderen Platz vor der Jurte. Das ist diese Spirale der Steine. Was genau bedeutet sie? Diese Steinspirale symbolisiert die linksdrehende und die rechtsdrehende Spirale. Also weiblich und männlich vereint. Die Steine haben wir von unseren Reisen mitgebracht. Das ist sozusagen der Schatz und die Kraft unserer ganzen Kraftplatzreisen in Europa und auch bis nach Russland. Das Buch heißt Tanze Europa. Warum denn Tanze Europa? Die Tanzende Europa ist ein Landschaftsbild, was ich durch eine Eingebung seit meiner Kindheit schon bekommen habe. Und es orientiert sich nach den natürlichen Grenzen und der Geologie Europas. Das Landschaftsbild der Tanzenden Europa ist in unserem Buch dargestellt. Und es sieht für mich so aus, wie wenn eine Frau tanzt. Man stellt sich das so vor, dass der rechte Fuß der Frau der Stiefel von Italien ist. Und den Rest ergibt sich durch die natürlichen Grenzen Europas. Was genau tanzt denn die Europa? Die Europa, die tanzt über die keltischen und christlichen Wurzeln unseres Kulturkreises. Wir beschreiben auch die Landschaftschakren der tanzenden Europa. Und des Weiteren geht es dann auch in die Geomantie und die synchronen Linien, die Ursprache, die Runen und den natürlichen Lebensraum, wie man natürlich selbstbestimmt lebt. Und es gibt ganz viele Anregungen und Inspirationen zum eigenen inneren Wandel, wie man in seine Kraft kommt. Wir repräsentieren jetzt die tanzende Europa. Ich hoffe, es hat euch gefallen in unseren Wunderwelten und bleibt der Freude auf der Spur.